reden. Hikaru sagte, du hast etwas für mich? Eine Waffe für deine Mission. Du brauchst sie auf dem weiten Weg nach Steinfall. Dort streifen viele Maschinen herum. Und unsere Späher melden Regalas Rebellen in der Gegend. Maschinen und Rebellen. Beides nichts Neues für mich. Wie wahr. Geh nach Norden zu den Hügeln. Steige hinauf, bis deine Beine brennen und dir die kalte Luft in der Lunge schmerzt. Dann weißt du, dass du im Reich des Himmelsklans bist. Folge den Wegen der Zehn, Aloy. Wenn ich Eta haben will, werde ich wohl mit Hikaru auskommen müssen. Ich sollte lieber zu Marschall Kotalo in Steinfall. Es geht schneller, wenn ich eine Maschine reite. Ja! Dann mal los! Eine interessante Farbe für meine Rüstung. Ja.
wird steiler, die Luft wird kälter. Ich nähere mich wohl Steinfall. Sieht aus, als hätte sie einen Kanister auf dem Rücken. Ein Koch weiß sicher, was man daraus machen kann. Keinen Schritt weiter. Geht nackt. Dulden keine Fremden in den Clanlanden. Ich habe Transitrecht von Marschall Verscharf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Groda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Ich werde dran denken. Das muss Steinfall sein. Gutallo sollte hier auf mich warten, aber vielleicht sehe ich mich erstmal um. Das hier ergibt eine kräftige Farbe. Ob neu von deinem Vater? Ja, eine Patrouille fand ihn zufällig vor ein paar Tagen. Ich will Stärke sehen! Da ist Gutallo. Was beobachtet er da? Ist das etwa die Streiterin aus dem Osten? Dann muss ich dir etwas sagen. Wäre bestimmt schön, dort eine Freundin zu haben. Dann wäre das geklärt. Das Tal wimmelt von Regalas Rebellen. Späher aus dem Dorf melden, dass sie schon seit Tagen Maschinen hier durchbringen. Manche reiten sie.
Andere treiben sie voran, einige zerlegen sie sogar und holen sich ihre Kanonen. Es wird keine leichte Reise. Wir sollten aufbrechen. Ich habe Befehl, dich zum Bollwerk zu führen, damit du mit Tecote sprichst. Als ob das irgendetwas nützt. Nicht so schnell. Ich brauche etwas mehr als das. Was ist das hier? Steinfall wurde als Außenposten erbaut, als die Clans noch im Krieg lagen. Von hier wird der Eingang zum Tal bewacht und beobachtet, was dort unten geschieht. Vorerst heißt das, Regalas Truppen im Auge zu behalten. Hätten wir nur genug Soldaten, um nicht nur zu beobachten. Als ob das irgendwas nützt? Was soll das heißen? Das Bollwerk steht seit der Geburt unseres Clans felsenfest. Hinter ihm wähnt sich Tecote unverwundbar. Wenn er weiter Hikaros Befehlen trotzt, werden eine Fremde und ein verstümmelter Marschall ihn nicht umstimmen. Dein Häuptling sieht das offenbar anders. Nur aus diesem Grund stehe ich noch hier und rede mit dir. Was macht das Bollwerk so uneinnehmbar? Es besteht aus Felsblöcken, die jedem Frontalangriff standhalten. Keine Armee oder Maschine ist je hineingelangt. Nur ich allein kann dich dort hineinbringen. Wenn wir fertig sind mit Reden. Woher weißt du, dass Tecote nicht auf uns hört? Eine Schlange in ihrem Bau hört nichts als ihr eigenes Rasseln. Komm schon, mehr hast du nicht für mich? Hikaro nach kamst du vom Himmelsklan, bevor du Marschall warst. Ich muss wissen, was du weißt. Tecote ist nachtragend, kleinlich und intrigant. Besäße er Mumm, hätte er Hikaro längst angegriffen. Stattdessen lächelt er hinter dem Bollwerk nach dem Häuptlingsamt, wartet und hofft, dass seine Feinde sich schwächen. Weißt du jetzt genug? Vorerst. Warum treiben Regalas Truppen wohl Maschinen durch das Tal? Es gibt ähnliche Meldungen aus anderen Clangebieten. Die Rebellen sammeln Maschinen aus der Wildnis. Doch ihre Kontrolle über sie scheint nicht von Dauer zu sein. Darum treiben sie sie in Lager. Dort geschieht irgendetwas, das ihnen dauerhafte Kontrolle verleiht. Eine Zwei-Phasen-Überbrückung. Davon weiß ich nichts. Es kommt noch schlimmer. Gerüchten zufolge suchen die Rebellen nach größeren Maschinen. Ich weiß nicht welche. Hoffentlich können sie die nicht überbrücken. Du warst bei der Gesandtschaft. War ich. Tut mir leid, wegen der anderen Marschälle. Ihr Tod bleibt nicht ungesühnt. Das muss noch heilen. Das heilt nicht mehr. Trotzdem kann ich Schädel spalten, die es verdient haben. Gut, dass du auf meiner Seite bist. Und? Wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoßen. Wir müssen uns den Weg freikämpfen oder uns heimlich vorbeischleichen. Keins davon wird einfach. Ist es nie. Bringen wir es hinter uns.
Ja? Was weiß ich, Soldatin? Ich will nur reden. Ein Der Schnee bedeckt das Land. Wie willst du Tecote überreden, seine Kämpfer zu schicken? Ich gar nicht. Oh, bitte. Genagt respektieren die Klinge und die Kraft des Kriegers, der sie führt. Was nützt jemand, dem das fehlt? Ach, zum Glück sind wir beide gute Kämpfer. Hoffentlich müssen wir es nicht beweisen. Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsklans? Ja. Der Clan hat es über Generationen verteidigt. Gegen wen? Die anderen Tenakt-Clans. Sogar die Carter. Lange. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Als du den Hain verliest, woher wusstest du, dass ich Hikaru helfen würde? Wenn der Häuptling jemanden überzeugen will, schafft er es. Rebellen voraus. Sie weiden eine Maschine aus. Töte sie, oder schleich dich vorbei. Ich folge dir. Als wolltest du was sagen. Wieder Wachdienst. Ein langer Wachdienst. Was? Wer ist das? Vielleicht haben wir was übersehen. Das gebe ich einem Färber. Diese Rebellen sammelten Maschinenteile, vielleicht für mehr Überbrückungen. Und Tecote will nichts unternehmen? Warum sollte er, wenn er das Bollwerk hat? Ich wuchs hinter der Mauer auf. Dort hat man schnell ein falsches Gefühl der Sicherheit.